Hallo zusammen. Nachfolgend seht ihr die Rettung von einem Falkenjungen, das aus dem Nest gefallen ist. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt ja auch die Art und Weise als Anregung mitnehmen, falls ihr mal in eine ähnliche Situation kommt. Hat auf jeden Fall bei uns jetzt ganz gut funktioniert. Viel Spaß dabei! Dieser kleine Fratz hier ist von da oben nach da unten gehüpft. Und dann saß er da und wusste nicht weiter, hat aber eine tolle Mama, die ihn beobachtet und beschützt hat. Das Kerlchen hatte echt Glück, weil die Mama hat aufgepasst auf ihn und hat ein Mordstheater angefangen, als eine Katze versucht hat, ihn zu cachen und hat hier alles zusammengeschrien, so dass ich darauf aufmerksam geworden bin und dann die Katze vertreiben konnte, kurz bevor ich ihn gerettet habe. Also er hat mehr als Glück gehabt, würde ich sagen. Hier zeige ich euch nochmal exemplarisch, wie ich den Kleinen mit der Angel wieder ins Nest gebracht habe. Wir haben die echte Rettungsaktion vorher gemacht, zu zweit, weil wir den ja auch dann aus dem Karton abschieben mussten und wollten uns da jetzt aufs Retten konzentrieren und nicht aufs Filmen. Hier seht ihr nochmal den Spezialbehälter, mit dem ich den Falken transportiert habe. Und zwar haben wir da rein. Und dann habe ich hier so einen Verschluss gebastelt, der hier unten das Ganze blockiert. Schnur. Da kann man dann hier, wenn der Behälter direkt vor dem Nest ist, links und rechts flankiert, an der Schnur ziehen und damit die Klappe öffnen. So funktioniert der Mechanismus. Weil ich aber weiß vom letzten Mal, dass kleine Falken in der Transportkiste ganz hinten sitzen bleiben in Schreckstarre und dann selbst vor dem offenen Nest, wenn sie nur einen Schritt gehen müssen, nicht ins Nest klettern, habe ich mir beholfen, indem ich da hinten ein Fenster eingebaut habe und dann hier mit einer zweiten Angelrute so einen kleinen Abschieber habe. Und wenn er dann unmittelbar vom Nest ist, ja, dann kann ich hier rein und habe den dann nach vorn geschoben und ihn aus seiner Schreckstarre erlöst. Damit hat er die letzten paar Schritte gemacht und saß dann wieder erfolgreich im Nest. So, Rettungsaktion geglückt. Jetzt, 3 Tage später, ist die Situation im Nest schon wieder sehr entspannt. Wobei man sieht den Kleinen an, dass sie demnächst Flügge werden und dann endgültig ihr Nest verlassen werden.